Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zu einer weiteren Folge Elisha Online. Ja, ihr Lieben, gestern kam ja ein Update, das heißt, ich kann euch jetzt wieder ein bisschen was zeigen. Ich hänge hier mit dem Level noch ein bisschen hinterher, was die Strecken angeht. Tut mir leid, tut mir leid. So, aber ich möchte jetzt mit euch mal ein bisschen den Shop durchstöbern. Wir fangen an. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Okay. Also, die Pferde. Ich hatte euch ja schon mal was gezeigt. Hier können wir das auch erstmal... Nee, komm. Return to Range. Wir nehmen erstmal alles ab. Weg, 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 weg. Wir wollen ein nacktes Pferd, damit wir uns auch die Pferde richtig ordentlich angucken können. Das hier ist ja das Standardpferd. Was gibt es noch? Hier gibt es das Pferd. Übrigens, hier seht ihr die Werte beim Standardpferd alle auf 20. Dann hättet ihr das hier zum Beispiel. Ich weiß es nicht, ob jetzt hier überhaupt schon neue Werte hier integriert sind für die anderen Pferde. Hier haben wir auf jeden Fall eine andere Farbe, die ihr bestimmt von Appaloosas kennt, mit dem Tiger-Schecken-Muster. Sehr süß, finde ich. YOLO war ja so einer. Dann haben wir hier dieses Pferd. Ein Schecke finde ich auch sehr süß. Preise haben wir hier leider noch nicht drin. Ich denke mal, das wird auch bald kommen. Dann haben wir hier diese Farbe. Das war... Oh Gott, wie hieß der denn bei mir? Ich hatte so ein Pferd, aber ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, wie ich ihn... Balias hatte ich ihn genannt. Genau. Das war mein Balias. Und die anderen Pferde sehen alle so aus. Ach ja, genau. Hier seht ihr übrigens, das hier sind jetzt... Haben dieselben Werte, nur andere Farben. Das ist das erste Pferd mit anderen Werten. Auf Agilität. Haben wir da plus 26 Punkte. Auf jeden anderen Wert haben wir plus 1. Hier haben wir zum Beispiel ein Pferd, was man jetzt gut für die Magierennen nehmen könnte. Mit 26 Punkten zusätzlich auf Kontrolle. Und so zieht sich das hier weiter durch. Die haben aber wirklich hier komplett alle dieselben Farben. Alles andere, bis auf diese drei Farben, die ihr durch den Kauf noch bekommen könnt, alle anderen Farben müsst ihr euch hier züchten. Ob es nur Rappen sind, ob es Palominos sind, Bugskins, Schimmel, das könnt ihr alles nicht kaufen. Das müsst ihr euch wirklich alles erzüchten. So, und jetzt schauen wir mal. Ich wähle jetzt mal gerade das Pferd hier aus. Ah, oh, das ist so süß. Ich schaue mir jetzt mal hier mit euch so ein bisschen die Rüstungen an. Nehmen wir als erstes, sagen wir, hier haben wir zum Beispiel diese Rüstung hier. Finde ich, wirkt auf diesem Pferd auch sehr gut. Dann haben wir hier einzelne Sättel. Hier unten seht ihr auch, was die für Werte bringen. Das ist, da werde ich jetzt nicht auf absolut alles einzeln eingehen, weil das würde unheimlich viel Zeit verschlingen, wenn ich euch das bei jedem Sattel zeige. Und die bringen natürlich auch unterschiedlich viel. Kosten dann aber auch unterschiedlich viel. Hier kaufen können wir eben noch nichts. Geht noch nicht. Wenn ich da jetzt draufklicke, passiert nichts. Außer, dass ich das Spiel aufhänge. Nein! Okay, ihr Lieben, ich bin gleich wieder da. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ihr habt jetzt gerade eindrucksvoll gesehen, was passiert, wenn ihr doch versuchen solltet, die Sachen zu kaufen. Euer Spiel hängt sich einfach auf. So, hier haben wir jetzt komplette Rüstungen in verschiedenen Ausführungen. Da haben wir zum Beispiel den direkten Vergleich. Das hier zum Beispiel ist ein bisschen weniger gepanzert, mit mehr Leder. Im Vergleich jetzt zu dieser Rüstung hier. Die sieht schon definitiv robuster aus, gibt auch mehr Punkte. Also wir sehen hier plus 3 auf Agilität. Diese Rüstung hier bringt schon plus 7 auf Agilität. Immerhin. So, die finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Da kann ich euch auch gleich noch was zu zeigen. Hier haben wir jetzt so verschiedene Sachen noch hier vorne an die Brust. Da ist mein persönlicher Favorit, also das Fässchen hier ist zum Beispiel ganz süß, das würde jetzt hier zu passen. Mein persönlicher Favorit ist allerdings der Vogel, der ebenfalls zu diesem Set hier gar nicht mal schlecht aussieht. So, Horseshoes. Die sind auch sehr wichtig. Die bringen nämlich... Also ihr seht auch, es gibt auch hier Set-Pieces. Es gibt auch einen Bonus. The effect will appear after creating a set. Also wenn ihr es komplett habt.
Jetzt zum Beispiel für die Magierennen, increase the probability of a critical spell use. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass euer Zauberspruch kritisch trifft, erhöht wird. Kritisch heißt jetzt zum Beispiel beim Feuerball, dass euer Gegner nicht einmal zu Boden stürzt, sondern dass er sich direkt am Boden nochmal überschlägt. Das heißt, doppelt so viel Zeit verliert. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Die geben jetzt nicht großartig... Also die Kleinen hier, die sieht man kaum. Wobei doch die sieht man zum Beispiel recht stark, muss ich sagen. Die hier fand ich auch mal ganz hübsch. Also man sieht es vorne eben, welchen Beschlag das Pferd hat. Die hier sieht man so gut wie überhaupt gar nicht. Und ihr seht auch wieder, die geben unterschiedlich starke Werte. So. Und dann Equipment haben wir hier auch noch. Das gibt meines... Doch, das gibt... Genau, es gibt auch Punkte. Ich finde hier zum Beispiel den Köcher sehr hübsch. Zu diesem Set passen wären aber die Reisetaschen. Auf der einen Seite das Schwert, auf der anderen Seite der Regenschirm. Ich mag das Set unheimlich gerne. Dann haben wir auch noch verschiedene Wappen. Das hier zum Beispiel finde ich viel zu groß. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich bin da wirklich Fan hier von dem Köcher. Den habe ich oft dabei gehabt. Oder eben hier diese Reisetaschen. So, ihr Lieben. Das soll es aber für heute gewesen sein. Hier mit dieser kleinen Übersicht über die Pferde und die Pferdeausrüstung. Morgen schauen wir uns dann mal die Charaktermöglichkeiten an. Bis dahin. Ciao, ciao.